Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banuki Night Shift mit Till, Christian und Sashi. Los geht's so richtig erst nach dem Intro. Ich grüße euch heute bei Schoki Banuki Night Shift zu des Wahnsinns fette Bräute. Ich stelle euch eine Frage. Und ihr beantwortet diese bitte direkt mit der ersten Antwort, richtig? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Was nannte man zu DDR-Zeiten Nuttenbrosche? Die Nuttenbrosche. Die Nuttenbrosche, Sascha. Nuttenbrosche? Brosche. Warte, Nuttenbrosche. Ja. Das war... Das Parteiabzeichen? Was Politisches? Nee. Nuttenbrosche. Das Parteiabzeichen. Wieso sagt man Nuttenbrosche? Also, ja. Es war aber ein Schmuckstück. Kein persönliches. Kein persönliches Schmuckstück. Hä? Nuttenbrosche. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Pornobalken. Ja? Mhm. Dann ist es ja ein Schnurrbart, ja? Der irgendwie so aussieht wie im Porno. Mhm. So ähnlich wie du, nur ohne Bart. Ja? Das wäre der Pornobalken. Ja. So. Nuttenbrosche. Ah, ich weiß. Ja. Das ist ausrasiert und die Schambehaarung so rund. Und das Nein. ist Nuttenbrosche. Nein. Also bei der Nutte. Die hat ja hier unten so. Ich möchte einfach nur Nein sagen. Sascha. Okay, also Nuttenbrosche. Oh Gott. Ich weiß. Entschuldigung, ich weiß. Also pass auf, ich weiß. Ja. Ja. Ja, okay. Es ist so. Nutten haben ja das Problem. Die kriegen ja manchmal so auf die Kleidung irgendwie onaniert. Ich lasse den jetzt mal freilaufen so, erstmal. Und in dem Moment hängt das ja so da runter, so irgendwie das Zeug. Und das ist die sogenannte Nuttenbrosche. Nein. Ja. Nein. Es geht auch nicht um meinen Persönlichen. Aber dein Vorschlag finde ich richtig gut. Da können wir drauf aufbauen. Mein Vorschlag, der jetzt natürlich kommt. Ja. Wahrscheinlich ist es von, es gibt doch von... Ah, ich weiß! Nein, jetzt halt die Klappe! Es gibt ja diese bekannte Bananenmarke, ja, mit dem Aufkleber drauf. Richtig. So. Richtig. Und wahrscheinlich haben die diese Aufkleber genommen. Weil es keine so selten, Bananen gab. Genau, die waren ja so selten und dann haben die sich die so angepinnt. Käse. Käse ist ein eine gutes... Banane. Käse ist ein gutes Stichwort, weil, ja, wenn man zum Beispiel Herpes hat, da hat man hier so ein Nillekäse irgendwie so, ja? Und das ist eine Geschlechtskrankheit. Nuttenbrosche ist eine Geschlechtskrankheit, das ist etwas, was man von der Nutte mitbringt, also ein Geschenk der Nutte. Nein. Ihr seid meilenweit davon weg, ja? Alter! Pass auf. Ja. Nuttenbrosche war die spöttische Bezeichnung für den Brunnen am Alexanderplatz in Berlin. Nutten, weil hier der offiziell nicht existierende, trotzdem vorhandene und geduldete Straßenstrich verlief. Brosche, wegen der bunten Emailleplaketten, die den Brunnen zieren. Jo, weißt du, was passiert ist? Diese Regie da hinten, die hat mir Geschlechtskrankheit reingeleuchtet davor. Ja, ne? Ja, mach nochmal, damit die anderen das auch sehen hier. Geschlechtskrankheit. Mhm. Sehen wir das? Nee. Ja, egal. Wir gleich nach Bananen. Ja. Da hier auf dem Bildschirm stand Geschlechtsreich. Ich dachte, die wissen das und ich wollte so einen auf neunmal klug tun. Pisser da hinten. Echt, die haben mich auflaufen lassen. Egal. Ja, das war Schoki Banuki Nightshift mit der Nuttenbrosche, genau, am Alexanderplatz. In Berlin. Berlin, genau. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Regie blendet hier irgendwelche Nacktbilder ein. Bis dann! Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.